wir sind bei der ECF in Hagen beim Hoffest. Wir haben schon darüber berichtet und was ganz interessant ist, die Aufgliederung beispielsweise der ECF in Hagen. Und es gibt sogar eine Jugendgruppe. Da gibt es richtig einen Wind von Alexander. Genau, also wir planen da unsere Jugendgruppe, die wir vorher schon im Anlauf hatten, die aber noch nicht wirklich groß war, jetzt ein bisschen zu erweitern. Wir haben ein komplett neues Team zusammengestellt und wir bieten halt eine Jugendgruppe für Schwule, Lesben und so weiter, also für die queere Jugend an. Und wir bemühen uns dann auch, was Größeres aufzubauen und wir haben dann auch eine gewisse Planung. Okay, was soll es da alles geben? Die Planung wird so sein, wir machen zuerst ein bisschen Werbung für uns, das heißt, wir gehen in Zeitungen, wir wollten jetzt an die lokale Presse auch hier gehen in Hagen. Und dann wollten wir noch überlegen, was wir für Veranstaltungen machen, irgendwie kochen oder basteln, je nachdem, da sind wir auch noch in Planung. Und wir sind auf dem CSD in Iserlohn. Die Frage ist dann auch noch, ob wir mit dem in Lüdenscheid zusammengehen. Genau. Genau. Die Frage ist, wann geht's los? Auf jeden Fall. Also, ja schon auf jeden Fall genau. Ne? Ja. Also wir fangen schon regulär ganz normal an, nach den Schulferien die Jugendgruppe wieder anlaufen zu lassen. Und wir planen dann auch noch eine größere Neueröffnung. Und das sollte auch in wenigen Wochen nach Ende der Ferien anlaufen. Jetzt will ich in der Jugendgruppe mitmachen. Weiß aber gar nicht, wie ich da überhaupt hinkomme und wo ich dann ankomme. Was mache ich denn? Wir haben eine Internetseite. Dann haben wir auch bei Facebook ist die Seite auch ganz aktuell, da wird jedes Mal auch ein bisschen was Neues gepostet von uns mit oder was wir für Aktivitäten haben. Auch in den Zeitungen, in denen genau. Quer. Und das findet man auch immer unter dem Stichpunkt Querschlag. Oder unter www.lchhagen.de.